Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte Ego und Thüringen 2.0. Ja, Version 2 an sich. Die 1 habe ich nicht gespielt. Die 17, da habe ich die andere Karte gespielt. Noch für mich alleine. Und zwar die große. USA-Karte, 16-fach. Würde ich hier heute nicht mehr so machen wollen. Ich meine, das ist im Grunde egal, man muss ja nicht alle Felder haben. Kann man auch gar nicht. Aber hat Spaß gemacht. Da ja auch eine Begebenheit, wo ich auch nicht wusste, dass bei Season die Ballen verschwinden. Ich denke auch, mach mal schön Strohballen. Und wenn du Zeit hast, fährst du alles im Hof, lager die auch bei der Wiese ab. Und hat auch andere Sachen zu tun, gerade noch nebenbei. Andere Felder zu ernten. Da dachte ich mir so, naja, hast du ja eh Langeweile. Spuren mit schneller vor. Und schwuppdiwupp, da fiel mir ein, du hast da noch Ballen zu liegen gehabt, ne? Bin ich hingefahren, da war die weg. Die Grasballen genau das gleiche, die. Mit jedem Tag werden die weniger, von der Masse her, und irgendwann sind die weg. Das hat den Vorteil. Wenn man die vergisst, dann bleiben die nicht liegen, ne? Dann kannst du neue mähen. Na ja, gut, aber okay, das sind Erfahrungen. Muss man gemacht haben, aber. So, jetzt ist der Berg wieder weg. Blocking, ja, das heißt nicht Gutes. Jetzt ist es am Anfang ein bisschen schwierig. Wo ist er? Da ist er. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt hier mal nur einen haben. Ja, die Umsammlung geht. Das Problem ist nur, dass die Brüder immer noch auf der verkehrten Seite fahren, das ist am meisten Problem bereitet. Das ist das allergrößte Problem. Wenn die auf der Seite fahren würden, wo sie sollten, wo kein Mais ist, dann wäre es gut. Wäre das Problem nicht, dann wäre das lösbar. So wie jetzt hier zum Beispiel, ja, so muss es sein. Das ist so ein bisschen lustiger jetzt. Also unbedingt wieder rechts, links von links fahren. Die Bremse rückwärts fahren, also ungewohnt. So, schleicht dir, fahr mal eine Ehrenrunde jetzt. Wenn du gerade mal bei bist, ne? Da ist der Baum.
Baum. Einen triffst garantiert. Da haben die Dinger ja mit Korntacken einen großen Vorteil. Da bist du nicht so drauf angewiesen. Links, Maus und links. Das sind die Maus, den Pfeil vor allem wegen dem Lenkrad. Weil ich ja mit mehreren Monitoren spiele. Genau vier genommen. Vier Stück. Um die technischen Werte zu sehen, habe ich einen Monitor, einen für OBS und einen für die, was ich gerade speichere. Durch den Reifen heißt er ja weiter. Bäume ist für Crossplay Katastrophe. Bei Normalfall ist es zu tragisch. Deswegen mache ich ja auch die Abernten Überlader und lasse den nur über Straße fahren. Beim Originalkarten, also hier von Counter 1, da hast du ja in der Regel neben den Feldern riesige breite Wiesen. Und das hast du ja hier nicht. Und wenn der hier genau so fahren würde, wie ich jetzt hier stehen würde. Kurs. Voll bei 40%. Wir kriegen da um Silo was rein, hast du gesehen. Der ist nicht ganz so wendig, das ist das Problem. Ja, dann muss ich mal, jetzt wird es ein bisschen leichter, weil die Strecken wieder länger werden. Aber noch weit hin. Startschwierigkeiten, das hat sich auch nicht schlecht gemacht. Das stimmt, die Ostfahrzeuge, wenn es kalt war, die haben schwere Probleme gehabt mit Starten. Ja, gut, aber sind ja nicht im Winter gefahren, ne? Beziehungsweise, das war die Ausnahme. Muss ich ein bisschen verteilen. Ja, ein ganz wilder möchte ich gefahren hier. Ich müsste bis links und rechts noch hinkippen noch. Da wäre noch Platz. Mein Kredit voll ausgereizt hier. Stimmt ja, 3 Millionen war ich aufgehört. Und wegen den beiden Fällern, die ich gekauft habe, da oben. Die 41, nee, die 41 und 42. So. Lassen wir mal ein Fahrzeug fahren, das ist jetzt, glaube ich, kühler. Wird am Ende, glaube ich, billiger. Billiger, ja, gut. Damit kommen wir hinterher, sagen wir so. Bringt ja nichts, wenn wir uns hier unnötigerweise quälen, ne? Zumal wir jetzt immer zum Schluss immer höher kommen. Wir kommen am Ende nicht rüber.
ein bisschen höher annehmen, dass wir von Spitzer wegnehmen. Das können die Schiebeschilder nicht, die können nichts gescheit schieben. Weil die Stuhe, so wie hier, plötzlich reinrammen und dann sich den Mist mitnehmen. Beim Schiebeschild. Und wenn das Ding voll ist, dann hast du keine Kugel. Wie gesagt, wenn es voll ist. Das Leeren dauert so lange. Aber ich muss ein bisschen was wegfahren. Steckt ein Verkehr fest, das kann ich gar nicht glauben. Das ist das Problem, weil er immer jede Porno leer. Immer eine Frucht rein. Start bei. Alles klar. Abfahren. Laden. Quatsch. Das ist richtig. Der Hexter muss hier wenden, da musst du außen fahren. Von mir Frucht kaputt gefahren, scheiße. Ärgerlich. Kann ich also alleine machen hier. Ja, bis er wieder meldet. Was ist das überhaupt? Ab 9. Der ist Folge Nummer 11. Ich bin ehrlich, wenn ich heute das schaffe, Stunde, das hat 10. Ja. Dann habe ich morgen keinen Stress. Dann lade ich morgen ein bisschen hoch oder zumindest bearbeiten. Bearbeiten geht auch. Das wird auch gehen. Hier war noch ein Platz. Vorne den Berg hier wegnehmen.
haben wir jetzt genau drin? Fast 1,8. Wenn wir eine Pause in die Literzahl nehmen, dann haben wir schon so 2 Millionen. Der ist immer in der Frucht drin, den Saudi. Muss ich anfangs alleine machen, das ist auch nichts, sonst kann man hinterher. Ja, Hexer, willst du da noch zurückfahren? Fahrer, du. Gib bloß Gas, du. Da war ein Reifen. Flügen haben wir Zeit. Ist nicht so eilig. Wir sehen ja sehen, das wird durch. Das kann ja einer mal irgendwann machen. Oder auch zwei. Bleib ja voll. Ich komme gleich wieder. Fahren lieber selber. Der ist zum Glück so gefahren, dass man sagen kann, jetzt kann man immer ruhig, ohne dass man durch die Frucht fahren muss. Hügel. Sonst wäre nämlich ein bisschen. Ärgerlich, so fahren wir schon rüber. Jetzt fahren wir so wie sein Holl, ne? Und wenn wir hier ein bisschen zum Fluss rüberkippen. Aber das machen wir lieber so, als wenn wir hier die Hälfte auf einen großen Punkt bringen. Oder hier über die Straße abkippen. Und auch noch reinfahren. So, liebe Freunde der Stadt, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir gehen machen gleich weiter. Ich sag mal Tschüss von dem Winkel. Bis dann. Tschüss. Könnt ihr reingucken, nicht? Ne?